Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der NF Marsch, meine Freunde, im Logistikprojekt im LS22 mit mir und dem lieben OsraTV. Moinsen. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, du sagst, Ossi, wir können den Rexor zurückgeben. Ja. Mach das mal. Muss ich machen. Ich bin jetzt sicher, wo wir wegfahren. Ist doch einfach. So, ich werde jetzt mal kurz gucken gehen, Leute, was unser alter Ladewagen noch preislich geben würde. Brauchst nicht gucken, weil der Preis nicht geben würde, verscherbeln einfach. Die Sache ist jetzt das, bevor ich jetzt anfangen zu sprechen möchte. Wollen wir den Komposter am Hof errichten oder an der guten großen Baufläche? Das ist jetzt eine gute Frage, oder? Ja. Da die Baufläche 38.000 kostet, würde ich sagen an der Fläche. Oder meinst du die ganz große unten? Weiß jetzt nicht. Also, wir haben... Also ich habe jetzt halt von der gesprochen, wo der Komposter bisher immer drauf stand. Die kostet 38.000. Also ich hätte jetzt... Ossi, warum? Was denn? Warum? Mein Trigger weggefahren. Hab ich nicht. Hab ich gesehen. Ach Mann, du. Jetzt gehofft, jetzt ist... Du denkst, also, ich weiß ja nicht, aber ich würde mich immer noch befreuen mit der großen Baufläche unten. Ja gut, klar, kaufen wir die irgendwann auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das für den Kompass auch schon sein muss. Ja, weiß ich nicht, aber... Weil wenn du mal überlegst, was du auch für teilweise große Gebäude hast, die du dann da hinstellst, und dann machst du dir, sag ich mal, mit so einem kleinen Gebäude direkt den Platz kaputt, dann fehlt dir irgendwo so eine Mini-Ecke und dann hast du da schon den Kompass da stehen. Was ist denn hier passiert? Warum ist denn hier so komische... Du bist sehr viel getroffen. Weil ich immer einen Korntank fahre und dann abfahre oben. So. Komposter kostet 290.000. Guck erstmal, dass wir den Ladewagen kriegen. Ja, ich hab ja. Oh. Doofi. Ja, du so. Planst ja schon wieder Ausgaben. Jetzt rechnet der hier rum. Oh, wenn wir das noch machen und das. Oh ja, wir haben das Geld ja. Oh, wir haben keinen Ladewagen mehr. So, wollen wir gleich groß oder? Ja, das heißt groß, der mit dem größten Ladevolumen, der tut's nicht. Ne, Moment. Ach, der wird nur anders angezeigt. Moment. Der größte ist der Magnum, ja. Ja, gerade eben wurde der eine nämlich mit 70.000 im Shop angezeigt, deswegen dachte ich, der hat auch noch Zusatzkonfigurationen gehabt. Aber okay, dann ist der Magnum der größte und wir würden nur 14.000 aufbezahlen. Man könnte auch den Bergmann nehmen, der hat nur 0,5 Kubik weniger, kostet 1.500 Euro weniger. Ja, dann nimm den Magnon. Ich muss sagen, warte mal kurz. Abdeckung brauchen wir nicht. Kostet 5.000. Können wir nachträglich drauf machen. Siliermitteltank brauchen wir nicht. Ah, da steht oben schon Container, du hast, Fabi. Jo. Ach ja. Wie viel ist der Container? Müsste jetzt der dritte Tank sein, der da reingeht. Also 33 müsste der jetzt haben. BKT. Friedestein. Wahrscheinlich von eingesetzt. Michelin. Theoretisch, ja, den anderen kannst du dann theoretisch hier Alter. Querstellen. Also direkt vor den Bahnen da. Hä? Digi. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder. So. Muss kein Fabian jetzt so viel fahren. Richtig. Gibt es eigentlich, weißt du, was wir auch mal nachgucken könnten? Ja, was denn? Ob es für den IT-Runner einen vernünftigen Düngersteueraufsatz gibt. Weil der, wo wir haben, ist ja eigentlich am Müll. Ja, das Problem ist, dass der für den Zweiachser gebaut ist. Ja, ist ja schon klar. Mal gucken, ob es irgendwie als Mods den als Dreiachse gibt.
meine nicht, aber wir können mal gucken. Ich meine aber, der Zweiachser hat auch den anderen Vorteil. Aber was heißt Vorteil? Oder wir kaufen einfach den Zweiachser, den natürlich auch. Weil der, meine ich, auch Pflegebereifung hat? Nee, doch nicht. Ding ist halt, wir könnten theoretisch auch die Dreiachs-Mulden halt auf dem Zweiachser fahren. Ja, ist klar. Ich meine, die sind ein bisschen ja, länger, aber länger ist immer noch schöner wie zu kurz. So. Dann einfach die Zweiachser kaufen, einmal. No. Kauf. Ja. Das hat wehgetan. Aber ich muss sagen, es hat wehgetan, ja, aber es war jetzt auch nicht so viel Gelddifferenz. 30.000. Ja, aber für einen Ladewagen funktioniert. Hoffentlich. Korrekt. Nee, Standard Game funktioniert. Das heißt ja nichts. Doch, das funktioniert. Der Schwader am 19 am Anfang, der nach anderthalb Jahren immer noch nicht funktioniert hat. Also ich weiß jetzt, warum das nicht funktioniert hat. Bei mir mit den auf der Friendly Challenge. Dass er nicht ansehen konnte mit dem Direktsaat. Keine Ahnung, was er so Problem hast. Ich nichts wissen. Ja, jetzt müssen wir hier vergrößern. Wie geht denn das jetzt nochmal? SLGZ oder SLGK? SLGZ. Nee, SLGK. Ja! Ah! Schafft das der Fan überhaupt noch dann? Fahre nicht stehen bleiben! Jung! Hab gesagt, fahren! Jung, der kann viel zu viel fassen, Alter. Bei den Fan schon, ja. Klar. Der andere konnte ja 70.000. Warum kann der so viel mehr? Weil der auch eine größere Grundkapazität hat. Ja, aber ja nicht viel. Ja, 3.000 Liter eigentlich nur. Ja, aber halt dich jetzt irgendwo fest. Der kann 97.000 Liter fassen. Ja. Dann geht da mal was. Ja, da geht richtig was. Wisst ihr, wenn wir das Feld hier leer gefahren haben mit Stroh, dann ist das Silo voll. Also... mehr Stroh wird da nicht runterkommen, Fabi, du durch. Das ist dir schon bewusst, oder? Das ist klar. Wo muss denn der Kubota hingebracht werden, der voll ist? Im Hafen. Ach, im Hafle. Jungs, ich muss nach dieser Folge unbedingt mal dringend für eine Stunde weg. Ja, was ganz Neues. Hallo. Hi. Hat er irgendwie Fliegbereifung drauf, der Kubota? Keine Ahnung. Der Junge hat... geht gut vorwärts, ne? Was machst denn du da, Fabi? Dreschen. Nee! Heißt, was mach ich da? Der drescht nicht! Ja, sicher. Ich bin hier unten. Der drescht nur zur Hälfte. Ja, weil da der Drescher immer voll ist. Ich kann auch nichts dafür, dass ich hier nur so minder bemittelte Ware hingestellt krieg. Ist klar. Wie viel Schneidwerksbreite hast du? Weiß ich nicht. 10,80 Meter. Jetzt werden wir GPS fahren. Junge, Junge, Junge. Fix und fertig. Ich raff's nicht. Wenn man die Möglichkeit hat. Alter Schwede. Also komplett ohne. GPS, ne? 90. Das ist ein Albtraum. Das ist doch nicht wahr hier. Wir hatten eben keine 90. Warum sagst du mir das nicht, Fabi? Hat keine 90. Warum sag ich das nicht? Hier haben wir gerade. Ja, sag ich doch. Becky, es gibt so eine coole Funktion. Automatische Richtung. Dann brauchst du dich darum nicht kümmern. Gibt's ja nicht. Also sicher gibt's das. Es ist nichts davon. A plus Richtung. A plus Richtung. Plus A, schau ja. Ist einfach fertig und Abfahrt. Dann muss man auch nicht immer nur stehen. Alter, hier steht halt.
Der Lexikon braucht immer noch 20 Minuten. Abzüglich Standzeit. Mit den Schwieriger war ich gerade unterwegs. So, einmal hier links so mit dem Bro. Kostet eigentlich der kleine IT-Runner? Nur Ah. 20. Was denn? Kostet 25. Müssen wir kaufen. Welche Reifenvariante? Friedestein. Nee. Dann sieht das mit dem Düngerstreuer super aus und bei den dicken Containern, wenn er die hochzieht, dann geht der Schlepper auch mal hinten ein bisschen hoch. Gut, schau, gehen die Schlepper jetzt schon da, wenn die Container voll sind. Gehen die jetzt schon, wenn die Container voll sind. Ja. Aber dann macht er mal so richtig Männchen. Darf ich Dann die zeigt er dir mal, wie 25 Männchen ausgeben? heißt. Dann haben wir gleich einen fürs Nein. Abfahren. Wo brauchst du denn jetzt gerade beim Abfahren? Digi, danke Fabi, dass du mir sagst, dass ich am Ende von der Bahn bin. Bist am Ende von der Bahn. Ja. Ah, der hat so ein bisschen Männchen gemacht, der Junge. Musst du doch selber rein, bist. Warum muss das denn Fabi denn willst? Wie fertig bist du denn mit der Bahn? Beim Job. Herrlich. Ja, wir haben Ja. in der nächsten Folge haben wir zum Wegfahren. Jo. Ich soll schon was sagen, nicht mit dieser Aufnahmesession. Nee. Moment, wir haben jetzt drei, oder nicht? Ja. Ja, und wir haben letztes Mal eine zu wenig. Wir müssten noch eine, ja. Ha. Aber ich muss ja gleich weg. Naja, du kommst ja vielleicht auch noch wieder. In einer Bitte. Stunde circa. Ich glaube, da nicht mehr dran Nimm ist hier. das circa mal weg. Ja, also jetzt nehmen wir jetzt mal roundabout, warte mal, halb 3 10. Stunden, das ist realistisch. Halb 10. Sollte ich wieder da sein. Na, siehst du mal, er ist schon wieder zu spät. Weil es auf den Tisch da schon, dass es zu spät kommt. Das ist nicht wahr. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So, 97.000 Liter Strom, oder? Das geht. Aber was ich eben eigentlich sagen wollte, wo ich dann gesagt hatte, dass wenn das Feld fertig ist, ich wollte sagen, wenn du 10 Stück davon ins Silo gedrückt hast, dann weißt du, dass voll ist. Oh. Angucken. Geht in der Ladewagen auch Kompost rein? Nee. Das wird einfach generell in den Ladewagen eingetragen sein. Das heißt, da wird auch Kompost reingehen. Korrekt. Hey, Moment, warte mal. Aber da geht auch nicht mehr rein wie in die anderen Ladewagen. Oder? Silage geht da rein, kein Kompost. Ja, Ja, in den anderen geht auch kein Kompost rein. kein Kompost, ja, sehe ich, warte. Dann geht generell kein Kompost rein. Das ist schlecht. Es wäre geil gewesen, wenn da Kompost reingehen würde. Na gut, wenn wir die IT-Runner-Mulden haben. Oder die zwei Untersätze, wie auch immer. Oder Ossi muss ein hier Dings-Imperium aufbauen. Nicht IT-Runner-Mulden, sondern Dolly-Mulden. So 30 Dollys kaufen, Abfahrt. Ja, ich sag mal so. Dann kannst du halt die Benalu Optiliner-Mulde holen. 79.000 Liter an Abfahrt. Jo. Da geht dann was. Also, in die Mulde geht was. Ob das dann auch vorwärts geht, weiß ich jetzt nicht. Eher weniger. Dann fahren wir später einfach mit schönen Volvo FH16 und dann die Patacke. So, aber ich will es ja unnötig in die Länge ziehen, Leute, weil, wie schon gesagt, nachher müssen wir noch ein paar Videos aufnehmen, also sprich drei noch, weil, ja, noch eine NF, Leute, und zwei Friendly, und ja,
Deshalb, Leute, würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, ein Abo da lassen und unbedingt zunächst mal vorbeischauen. Ich sage zunächst mal. Ciao. Tschüss.